Herzlich willkommen zum fittesten Adventskalender jemals hier auf YouTube. Tag 3, das dritte Türchen. Das dritte Türchen ist heute ein Hypertrophie-Workout, ein More-Muscle-Workout. Ich bin Johannes Queller und wir legen jetzt los. Das Workout besteht aus 3 Blöcken. Im ersten Block haben wir 3 Runden und wir arbeiten mit Modified Reverse Flies auf der linken Seite, dann Minimal Swing High Pulls auf der linken Seite und dann das Ganze auf der anderen Seite. Du machst jeweils 6 Modified Reverse Flies und 6 Minimal Swing High Pulls. In diesem Workout arbeitest du mit langsamem Tempo und du hast nach diesem Giant Set hast du 2 Minuten Pause. In diesen 2 Minuten arbeitest du aktiv an deinem Stretching. Die erste Übung, Modified Reverse Flies. Du gehst aus der Position, beugst dich nach vorne und ziehst die Kugel so weit es geht zur Seite raus. Dabei ist dein Arm leicht gebeugt. Und von hier aus gehst du langsam kontrolliert wieder zurück runter. Hier hoch und langsam runter. Davon 6 Stück. Nach diesen 6 Stück stellst du dich auf und machst Minimal Swing High Pulls. Das heißt, du versuchst so wenig Schwung wie möglich zu nehmen und gehst hier hoch und kommst langsam runter. Hoch und langsam runter. Hoch und langsam runter. Das Ganze machst du dann noch auf der anderen Seite und dann hast du 2 Minuten Pause. In diesen 2 Minuten Pause machst du einen Lady Cat Stretch. Das heißt, du gehst in den Vierfüßlerstand, nimmst deine Hände nach vorne und dann die Fingerspitzen nach vorne auflegen und von hier aus lässt du jetzt deine Brust zum Boden absinken und versuchst dich hier einfach nur ein bisschen zu öffnen. Das hältst du dann für 2 Minuten. Dann geht's auch schon in die nächste Runde und davon, wie gesagt, 3 Runden. Wir kommen zum zweiten Block. Im zweiten Block hast du 6 Presses auf der linken Seite und zwar mit einem Tempo von 3-0-1-0. Das heißt, du lässt die Kugel 3 Sekunden langsam runter, schiebst sie sofort wieder hoch und gehst wieder 3 Sekunden runter. Davon 6 Stück. Dann machst du 6 Rack to Shoulder und zwar mit 2-0-1-0 Tempo. Das heißt, hier gehst du 1 Sekunde hoch und dann direkt 2 Sekunden runter, 1 Sekunde hoch, 2 Sekunden runter. 6 Stück davon. Danach machst du 10 Single Arm G-Rows und das Ganze auch mit einem 3-0-1-0 Tempo. Das heißt, du ziehst die Kugel hoch, lässt sie ganz langsam wieder 3 Sekunden ab und ziehst sie wieder sofort hoch. Also weder oben noch unten pausieren. Das sieht dann wie folgt aus. Du nimmst die Kugel nach oben, von hier aus hoch, 21, 22, 23, hoch, 21, 22, 23, hoch, 21, 22, 23. Von hier aus lässt du die Kugel gleich im Rack und machst die Rack to Shoulder. Das heißt, von hier aus nach oben zur Seite ziehen und langsam wieder runter. Hoch und langsam wieder runter. Hoch und langsam wieder runter. Danach gehst du in die Single Arm G-Rows. Du stützt dich hier mit dem Arm, mit dem Unterarm auf der Innenseite des Oberschenkels ab und ziehst die Kugel jetzt nach oben, lässt sie 3 Sekunden langsam runter und wieder hoch. 3 Sekunden langsam runter und wieder hoch. 3 Sekunden langsam runter. Davon 10 Wiederholungen. In der Pause arbeitest du im Pigeon Stretch. Auch 2 Minuten hast du hier Pause. Du hast 1 Minute den Pigeon Stretch auf der linken Seite und 1 Minute den Pigeon Stretch auf der rechten Seite. Im dritten Block hast du 2 Runden mit jeweils 8 Wiederholungen. Du hast 8 Wiederholungen Squatting Curls und 8 Wiederholungen Tricep Extensions. Auch hier wieder mit einem 3-0-1-0 Tempo und du machst 1-2 Minuten Pause. Bei den Squatting Curls kannst du entweder die Kugel schon hochnehmen und dann runtergehen und dann anfangen zu curlen oder du nimmst sie direkt aus der Squat-Position nach oben rauf. In der Position hebst du die Kugel, schiebst sie und kippst sie nach vorne weg und arbeitest ein bisschen aufrechter, sodass du hier die Arme komplett strecken kannst. Also wenn du jetzt Ass to Grass unten bist und die Arme nicht strecken kannst, dann hast du nichts gewonnen. Also kommst du hier ein bisschen hoch und aus der Position hoch, 21, 22, 23. Hoch, 21, 22, 23. Ja, davon 8 Wiederholungen. Danach die Overhead Tricep Extensions. Hier würde ich dir empfehlen, die Kugel an den Hörner zu nehmen, nach oben zu packen und von hier aus mit so einem leicht versetzten Stand 21, 22, 23 hoch, 21, 22, 23 hoch und das Ganze für 8 Wiederholungen und davon 2 Runden. In der 1 oder 2 Minuten Pause, die du hast, machst du den Heel Sit Stretch.
Dieses Workout stammt direkt aus dem Intermediate 2 More Muscles Programm von mir. Und wenn es dir gefallen hat, findest du noch viele weitere solcher Workouts in diesem Programm. Es ist unten in der Beschreibung verlinkt. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Jingle Pump. Und jetzt viel Spaß und wir sehen uns morgen beim nächsten Türchen.